Wenn Sie sich fragen, warum sich Ihr Chef partout Ihren Namen nicht merken kann oder warum man Sie immer wieder für den Praktikanten hält, das könnte an Ihrem Outfit liegen. Warum nicht mal Dreiteiler probieren? Das ist nicht nur was für Hochzeiten. Und schon gar nicht konservativ. Kommt immer drauf an, wie man kombiniert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Weste in der gleichen Farbe wie der Anzug. Da sind Sie auf der sicheren Seite. Oder in einer Kontrastfarbe. Schwierig. Aber wenn es gelingt, Volltreffer. So eine Weste öffnet auch ganz andere Optionen. Man kann zum Beispiel das Jackett im Stehen offen lassen. Zum Beispiel bei einer Präsentation. Oder ganz aufs Jackett verzichten und sich trotzdem nicht halbnackt fühlen. Wichtig, der unterste Knopf der Weste bleibt immer offen. Die Krawatte kann ein bisschen lauter sein, ein bisschen bunter. Man sieht ja nicht so viel davon. Und zum Dreiteiler niemals Gürtel. Apropos Accessoires. Es kann sein, dass Sie, wenn Sie einen Dreiteiler tragen, einen Winston Churchill-Moment erleben. Den unbändigen Drang, eine Taschenuhr an einer Kette zu tragen oder eine Zigarre zu rauchen. Lassen Sie das. Wie so oft gilt auch beim Dreiteiler, weniger ist mehr.